Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist David Thiele. Ich bin der Geschäftsführer der Thiele Beratung. Herr Professor Zündel hat mich gebeten, ein paar Worte zu sagen über das, was mich bewegt und das, was ich für die Zukunft von Pflege halte. Was ich als die Gegenwart von Pflege bezeichne, das kann ich Ihnen sehr gut zeigen, indem ich Ihnen sagen möchte, Pflege befindet sich in einem Käfig. Ich befinde mich in einem Käfig und die meisten der Pflegekräfte befinden sich in einem Käfig. Und mein Angebot ist es, in den nächsten 3 bis 5 Minuten mit mir gemeinsam diesen Käfig zu verlassen. Wenn es auch im Moment erstmal nur als eine Vision ist. Also gehen Sie mit mir und kommen Sie raus aus diesem Käfig. Dass in unserer Pflegegesellschaft einiges richtig scheiße läuft, das glaube ich, brauche ich niemanden zu erläutern. Und ich denke, und meine Begeisterung und meine Vision ist es, die mich kennen, die wissen das, dass wir jetzt aktiv an Pflege etwas verändern müssen. Wir müssen anpacken, und zwar gemeinsam. Und wir haben jetzt seit fast 70 Jahren, seit dem Zweiten Weltkrieg, die historisch einmalige Chance, an Pflege wirklich etwas zu verändern. Und ich meine damit jetzt und wirklich. Und wenn wir miteinander echt umgehen wollen und wenn wir miteinander in eine attraktive Pflege wandeln wollen, wenn wir anfangen wollen, respektvoll und wertschätzend zu sein, mir fehlen fast die Worte dafür, dann muss ich sagen, lassen Sie uns darüber nachdenken, was können wir ganz konkret verändern. Und es sind viele Dinge, über die wir reden sollten, aber es sind 4 ganz konkrete Dinge, die mir ganz wichtig sind. Das wäre das Erste, lassen Sie uns über Pflegeschlüssel reden. Einheitliche, gemeinsame Pflegeschlüssel. Warum haben wir so viele unterschiedliche Ländergesetze? Warum zerstückeln wir uns und treiben die Kosten durch einzelne Verhandlungen so nach oben? Warum reden wir nicht über gemeinsame zentrale Regelungen? Das gab es schon mal und das sollte es auch wieder geben. Ich bin für einheitliche Pflegeschlüssel nach dem Vorbild von europäischen Mitländern, die das richtig gut machen. Lassen Sie uns nach Holland blicken, lassen Sie uns in die Schweiz blicken oder in die nordischen Länder. Die können das zum Teil wesentlich besser als wir und sie sind auch nicht viel, viel teurer in diesem System. Lassen Sie uns in der ambulanten Pflege zweitens darüber nachdenken, wie können wir endlich hin zu dem Gemeindeschwesternmodell kommen, wie können wir Familie stärken, Nachbarschaft stärken, Quartiersentwicklungen stärken. Das geht aus meiner Sicht am allerbesten mit einer zeitabhängigen Abrechnung und nicht einer modulabhängigen Abrechnung. Lassen Sie uns darüber endlich nachdenken und auch ganz konkret werden, Pflege nach Zeit abzurechnen und zu sagen, du hast eine gewisse Zeit zur Verfügung und was du in dieser Zeit in Anspruch nehmen möchtest, das überlassen wir doch bitte dem Kunden und den Bedürfnissen desjenigen, der gepflegt werden muss. Das Dritte, worüber ich gerne mit Ihnen reden möchte, ist das Qualitätsmanagement. Qualitätsmanagement kann man in einem Maß machen, dass es den Menschen in der Pflege dient und man kann es in einem Maß machen, dass es den Menschen, ich sage ganz drastisch, knechtet. Und das, was ich erlebe in meiner Praxis als Unternehmensberater, das ist alles andere als wertschätzend. Das ist Knechten. Das heißt, der Druck, der auf den Pflegekräften lastet und auf den Führungs- und Leitungskräften, der ist so immens, dass ein wirklich entspannendes Arbeiten, ein entspanntes Bringen von Qualität so gut wie gar nicht möglich ist. Und das möchte ich gerne, dass wir darüber nachdenken und es verändern, aktiv verändern. Es muss nicht sein, dass in jeder Pflegeeinrichtung 3 bis 4 Prüfungen im Jahr stattfinden. Jede dieser Prüfungen bindet so viel Kraft. Und ich mache das jetzt 30 Jahre. Seit 30 Jahren bin ich in der Pflege unterwegs, ambulant, stationär. Ich habe alles gesehen und ich muss Ihnen sagen, viel besser ist es nicht geworden an Qualität. Diese viel mehr an Prüfung ist ja eigentlich nur eine Prüfung, ob das System funktioniert. Das funktioniert aber so nicht. Was wir machen sollten, ist wieder Vertrauen schenken, den Menschen Vertrauen schenken, darüber nachdenken, dass die Qualität auch ohne diese intensiven Prüfungen viel, viel besser werden kann, weil mehr Zeit für Pflege ist. Und lassen Sie uns über bessere Gehälter nachdenken. Ja, das geht jetzt überall durch, Geld ist nicht alles. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung, über Einstiegsgehälter nachzudenken, die einheitlich sind. Durch die Welt kursieren gerade 4.000 Euro für examinierte Fachkräfte, 3.000 Euro für Pflegehelfer. Ob das richtig und falsch ist in dieser Höhe, das weiß ich nicht. Aber wir sollten darüber reden, dass Einstiegsgehälter gleich sind. Herr Spahn hat jetzt Mindestlohn ins Spiel gebracht.
Ja, lassen Sie über Mindestlöhne reden, aber Mindestlöhne haben wir schon in sehr vielen Bereichen. Wir sind weit über den Mindestlöhnen. Macht das so Sinn? Müssen wir doch über Mindestlöhne sprechen? Oder sollten wir über wertschätzende, anständige, respektgebende Gehälter sprechen, die Mitarbeitern das Leben und die Ernährung ihrer Familie sichern? Diese Punkte sind für mich entscheidend. Da sollten wir anfangen. Dahinter stehen natürlich Konzepte und auch wirklich intensives Zusammenarbeiten. Aber ich reiche Ihnen die Hand und ich möchte und wünsche mir, dass wir zusammenarbeiten, dass wir ins Gespräch kommen und dass die Menschen auch mal gefragt werden, auch von den Politikern gefragt werden, die seit 30 Jahren am Bett stehen, die wie bei mir alles durchlaufen haben und die sehr viel mitzuteilen haben, sehr viel zu geben haben. Und ich möchte gerne meine Kraft und meine Hilfe anbieten, ein besseres Pflegesystem zu etablieren. Und zwar heute, nicht morgen und nicht übermorgen. Und auch nicht in der nächsten Legislaturperiode, heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich wünsche mir, dass wir jetzt endlich gemeinsam loslaufen. Auf Wiedersehen.